Jede Brautjungfer ist anders. Einige sind super nett und andere echt gemein. Schaut euch das neue Video von Wuhu an, wie gute und schlechte Brautjungfern sich auf eine Hochzeit vorbereiten. Ich will eine Hochzeit wie die von Barbie und Ken. Und ihr könnt meine Brautjungfern sein. Mädels, lasst uns schwören, dass wir für immer beste Freunde sein werden. Mädels, fällt euch nichts auf? Seht doch, mein Ring. Fred hat mir einen Antrag gemacht. Das bedeutet, dass ihr endlich meine Brautjungfern sein könnt. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Auf die besten Brautjungfern und die besten Freunde. Prost! Schatz, wo ist mein Ring? Warum sind alle verlobt? Nur ich nicht. Schatz, meine beste Freundin heiratet. Ich werde die beste Brautjungfer aller Zeiten sein. Ich bin so glücklich. Ich werde die fieseste Brautjungfer aller Zeiten sein. Hey, kann ich deine Nummer haben? Sorry, ich bin verlobt. Was für eine tolle Party. Aber Eva wird alles tun, um sie zu ruinieren. Mach ein Foto von uns. Ich werde es meinem Verlobten schicken. Dieser Typ ist die perfekte Ergänzung zu diesem Bild. Und ich hab's gesendet. Was hast du im Club mit diesem Typ gemacht? Ich hab das Foto gesehen. Ups, ich muss die Situation retten. Hey Fremder, komm her. Umarme mich. Los, schön eng. No. Siehst du, Fred? Das ist Pennys Freund. Du musst dir also keine Sorgen machen. Die Party ist gerettet. Dank meiner Brautjungfer. Wir müssen die Einladungen vorbereiten. Sieh mal, ich habe ein paar süße Optionen ausgewählt. Welche findet ihr besser? Oh, die sind alle toll. Was denkst du, Eva? Ich habe auch ein paar Optionen für dich. Nimm nur die dunkelsten Farben, weil der Hochzeitstag ein Tag der Trauer sein sollte. Deine Freiheit stirbt und dein Albtraum beginnt. Weinende Babys. Du musst ständig putzen. Ein schmutziger Geschirrberg und dein Leben wird vorbei sein. Hör nicht auf sie. Dein Hochzeitstag ist der Beginn eines ganz neuen Lebens. Es soll der schönste Tag sein. Wir bereiten die Gästeliste vor. Fred macht auch mit. Vergiss aber niemanden. Warte mal, wir haben diese Gäste hier vergessen. Hier ist noch eine Liste. Wir müssen die auch einladen. Wie, was? Wer sind diese Leute? Sind das Ex-Freunde, Jennifer? Sind das deine? Was soll das? Aber Penny kann die Situation wieder retten. Das sind meine Ex-Freunde. Was ist schon dabei? Okay, dann werde ich die zu meiner Hochzeit einladen. Ups. Vor der Hochzeit will die Braut viel naschen. Die Brautjungfern müssen ihr helfen, sich vor Zucker fernzuhalten. Oder auch nicht. Dieses Dessert sieht so lecker aus. Los ist es. Nein, leg die Gabel weg. Du willst doch in dein Hochzeitskleid passen, oder? Au. Nur ein Stück, Jennifer. Denk an dein Kleid. Ja, ist es. Nein, ist es nicht. Denk an deine Hochzeit. Was soll sie machen?
Die gute Brautjungfer gewinnt. Was für ein leckerer Salat. Ich will meine Familienjuwelen auf meiner Hochzeit tragen. Mal sehen, ob ich sie finden kann. Hallo? Ja, bin schon unterwegs. Hilfe! Arme Jennifer. Was hast du denn da? Oh, was für ein wunderschöner neuer Halsreif. Mach dir keine Sorgen. Bis zur Hochzeit ist die Halskrause weg. Nach der Hochzeit muss jeder der Braut etwas Neues oder Altes geben. Und etwas Blaues. Penny sucht ein Geschenk. Oh, hier ist es. Das ist das perfekte Top für sie. Gib es mir. Ich habe es zuerst gesehen. Nein, es gehört mir. Los, gib's her. Ich brauche dieses Top. Eva hat eine schnelle Lösung. Etwas Altes muss reichen. Danke. Heute findet der Junggesellenabschied statt. Ups, das ist ja das Mädchen aus dem Laden. Peinlich. Zeit für Geschenke. Danke, Mädels. Das ist so süß. Wow. Das ist aber ein tolles Top. Und was ist das? Etwas Altes, etwas Blaues und etwas Stinkendes. Oh, danke, Eva. Eva will die Junggesellenparty ein für alle Mal ruinieren. Hallo, Polizei? Kommen Sie schnell! Die Nachbarn sind viel zu laut! Wer ist das denn? Ich öffne die Tür. Was? Polizei? Warte, warte. Du wärst eine tolle Überraschung für die Braut. Oh, das ist überhaupt kein richtiger Polizist. Lasst uns Spaß haben, Mädels. Bist du ein gutes oder ein böses Mädchen? Wir haben unsere Ehringe gekauft. Kannst du sie bis zur Hochzeit aufbewahren? Verlier sie aber nicht. Jennifer ist so naiv. Eva hat die Ringe sofort vergessen. Wir müssen Torten testen. Keine ist besonders lecker. Die schmecken alle schrecklich. Und die Hochzeit steht kurz bevor. Weißt du was, Jennifer? Wie wär's, wenn ich eine Hochzeitstorte für dich backe? Danke, Eva. Das ist so süß von dir. Eva backt die schlechteste Torte, die die Welt je gesehen hat. Sie verflucht sogar die Torte. Diese Hochzeit ist zum Scheitern verurteilt. Die Torte ist fertig. Sieht eher aus wie ein Kuchen. Und? Oh, die Torte ist...
Unglaublich! Echt lecker! Mmh. Oh! What? Das ist so eine leckere Hochzeitstorte. Du bist die Beste, Eva. Was? Echt? Endlich! Heute ist es soweit. Die Hochzeit findet heute statt. Oh, das ist so aufregend. Aber Eva hat noch ein Ass im Ärmel. Der Bräutigam stolpert. Und sie fängt ihn auf. Hey, entspann dich. Das gibt es nur in deiner Fantasie. Nein, verschwindet böse Gedanken. Das ist doch meine beste Freundin. Sie und Freddy sind so ein tolles Paar. Und jetzt kommen die Ringe zum Einsatz. Was soll das denn sein? Wo sind die echten Ringe? Eva? Wie fandet ihr unsere Brautjungfern? Schreibt uns, ob ihr mal eine Brautjungfer wart und wie ihr euch darauf vorbereitet habt. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt doch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!